Down by the Riverside, eine weltbekannte Swing-Nummer. Am 13. September 2014 Motto für eine Veranstaltung am Moorufer in Bruck an der Mur. Der Bürgermeister von Bruck an der Mur hat diesen Welthit als Initialzündung für eine originelle Idee aufgegriffen. Das stimmt, aber ausschlaggebend ist natürlich unser wunderbares Ambiente hier am Schiffland, am Murkä, wo wirklich die Mur an die Stadt angebunden ist. Und wir wollen dieses Ambiente natürlich den Besucherinnen und Besuchern und unserer Brucker Bevölkerung natürlich näher bringen. Und da bietet sich natürlich an, hier auch eine Veranstaltung zu organisieren. Und Riverside ist ja wirklich passend dafür, weil wir uns wirklich unmittelbar bei unserem Hauptfluss, bei der Mur befinden. Und ich bin überzeugt, dass sich die Besucherinnen und Besucher hier in diesem wunderbaren Ambiente mit dieser wunderbaren Umgebung entsprechend wohlfühlen werden bei dieser Veranstaltung und dass sehr viele kommen werden. Der Schwerpunkt dieser sicherlich originellen Idee wird auf die Kulinarik gelegt. Richtig, ja, und es ist auch sehr gut für uns, dass heuer erstmalig drei Wirte zusammenspielen. Am 13. September bei diesem Riverside Festival, einerseits mit der Weinerei, dann mit dem Riedler und auch bei uns im Hotel Landskron. Wir erwarten uns ein sehr gutes Fest, ein sehr stimmiges Fest mit toller Musik und kulinarischen Schmankerl von uns Wirten. Jeder der im Verbunde mitwirkenden Gastrobetriebe wartet anlässlich dieses Festes an der Mur mit besonderen Schmankerln auf. Gastronomisch werden wir versuchen umzusetzen, was zwar nicht unbedingt steirisch ist, wir werden einen Riverside-Burger kreieren. Dann werden wir natürlich auch steirische Schmankerl mit einbringen und natürlich das Getränkeangebot. Wir werden uns speziell präsentieren mit unserem Hausbier, was wir seit vielen Jahren anbieten, einzigartig in Bruck. Also wir im Landskorn, da gibt es ein Knoblauchkotelett vom Vulkanoschwein, Eierschwammelsoße mit einem Semmelknödel und ein steirisches Gulasch und ein bisschen abgerundet mit ein paar Kräutern und ein paar süßen Sachen. Ja, wir haben natürlich das Glück und die Freude, direkt an der Mur unser Lokal zu haben. Bei schönem Wetter natürlich bietet sich auch unsere Terrasse hervorragend an und ansonsten haben wir drinnen ein uriges Ambiente mit moderner Einrichtung, das genauso dann bespielt werden kann und wir unsere Kulinarik auch drinnen anbieten können. Was wäre eine solche Veranstaltung ohne den richtigen musikalischen Sound? Ja, Down by the Riverside versucht natürlich den kulinarischen Genuss mit einem Ohrenschmaus zu verbinden in Form von drei Top-Bands, die wir hier engagieren konnten. Das sind einerseits die bekannte Gala-Band Austromax, hier mit einer tollen Besetzung, mit einer achtköpfigen, mit Brass-Section. Dann haben wir bei der Bühne Riegler, Elvis, Paul and Ringo und für die Soul- und Funk-Section haben wir gesorgt bei der Bühne Weinerei. Hier spielt Maximum R&B mit unserem speziellen Gast, nämlich mit der Maria Rehrich. Sie ist ja die Leadsängerin von Dancing Stars Orchestra. Sie konnte hier engagiert werden und wird hier, glaube ich, mit den anderen Bands beste musikalische Genüsse bringen. Ein Pflichttermin im Septemberkalender. 13. September ab 14 Uhr am Brucker Murkä.